Hallo, 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 herzlich willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu Minecraft. Einfach so, heute mit einem neuen Thema. Ich erkläre erstmal noch kurz, was wir heute vorhaben. Ich möchte eigentlich wieder runtergehen in die Höhle und dort noch ein bisschen weiterschauen, was wir denn da noch für Sachen rauskriegen. Andererseits möchte ich auch gerne das Haus hier fertig bauen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich werde heute auf jeden Fall mal ein Dach bauen und einen Boden verlegen. Und das hier, dieses Loch vielleicht einfach nochmal freilassen, sodass wir auch in den nächsten Tagen die Chance haben, dorthin zu gehen. Ja, und da gucken wir jetzt einfach mal. Gut, wir brauchen auch noch Türen, damit wir hier ein bisschen geschützt sind. Und das Dach mache ich wie? Da bin ich jetzt gerade im Überlegen. Ich glaube, ich mache dann nochmal so ein Holzding oben drüber. Weil ich denke, das könnte gut aussehen. Schauen wir mal. Jawohl, dann machen wir nochmal hier. Mal Stein, Stein, Stein. Oh, wir haben schon 4 Steine. Ich glaube, das müsste dann reichen. Und das Thema, um das es heute geht, ist Retro Games. Also Computerspiele, die ich früher schon gespielt habe. Ihr bestimmt auch. Und die ich total, total gerne gespielt habe. Ich fange mal beim Anfang an einfach. Und zwar meine allererste Spielekonsole, an die ich mich erinnere, dass ich sie hatte, beziehungsweise da erinnere ich mich echt gut. Das erste Spiel eher weniger, die erste Spielekonsole schon. Das war damals eigentlich gar keine Konsole, mehr so ein Rechner. Der Commodore 64. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Den haben uns meine Eltern ins Zimmer gestellt. Und das war so ein Computer. Und der hatte so ein, ich weiß gar nicht, das waren so richtige Disketten. Riesengroß, total umständlich, die irgendwie wohin mitzunehmen oder so. Aber konnte man ja eh nichts mitmachen, wenn man die irgendwo mit mitgenommen hat. Aber auf jeden Fall, die waren riesengroß, so globig und da war so wenig drauf. Ich erinnere mich noch an die Grafik, die war richtig, richtig schlecht im Vergleich zu heutigen, ist ja klar, natürlich, aber ich finde es einfach immer wieder witzig, wenn man sich das dann nochmal so ins Bewusstsein ruft, wie das früher eigentlich war. Das war echt, also die Grafik von Commodore 64 war furchtbar. Allerdings gab es trotzdem ein paar Spiele, die mir richtig viel Spaß gemacht haben. Das muss ich schon sagen. Es gab einige Spiele, warum juckt meine Nase jetzt wieder? Immer wenn ich Minecraft einfach so aufnehme. Gut, dann machen wir hier noch, klonk. Jawohl. Das allererste Spiel, was ich damals gespielt habe, woran ich mich zumindest erinnere, ich weiß nicht, ob das tatsächlich auch das erste Spiel war, das war, warte mal, Fichtenholz. Ich hätte gerne lieber Eiche. Eiche sieht schöner aus, glaube ich. Ja, ich glaube, da gehen wir noch ein bisschen Eiche holen. Oder vielleicht haben wir hier noch ein bisschen Eiche. Nee, das ist alles dunkel. Ah, nee, da müssen wir dann noch Eichenholz holen. Machen wir den Boden. Holz oder Stein? Holz oder Stein? Ich glaube Holz. Dann nehmen wir wieder Fichte. Ja. Und ja, das allererste Spiel, an das ich mich erinnere, dass ich das gespielt habe, war tatsächlich Super Mario World auf der Super Nintendo. Und zwar war das so, ich hatte die Konsole und das Spiel nicht zu Hause. Also beziehungsweise ich und mein Bruder. Sondern meine Mama, die ist natürlich samstags, so wie alle Eltern, immer einkaufen gegangen. Und wir Kinder durften mit. Aber einkaufen war natürlich ziemlich langweilig. Deswegen hat sie uns immer in der Spieleabteilung abgesetzt quasi und ist dann einkaufen gegangen. Und dort in der Spieleabteilung stand eben ein Super Nintendo und da war dieses Spiel drin. Jahrelang, wirklich jahrelang. Mein Bruder und ich, wir standen dann immer so eine Stunde oder dreiviertel Stunden, bis meine Eltern dann fertig waren mit Einkaufen, standen wir da und haben dieses Spiel eben gespielt und das hat total viel Spaß gemacht. Und ja, ich habe das jetzt vor kurzem, habe ich das wieder gespielt und das ist einfach ein Gefühl, das kennt ihr sicher auch, wenn ihr früher mal was gespielt habt und das dann jetzt wieder spielt, das ist einfach bombastisch, das weckt Kindheitserinnerungen und das ist toll. Ja, das war so das erste Spiel. Und also wie gesagt, die Konsole hatten wir nicht zu Hause. Wir hatten auch zu Hause wirklich, als wir noch Kinder waren, bis auf den Commodore 64 keinerlei Spiele. Weil unsere Eltern einfach gesagt haben, Mensch, ihr seid Kinder, geht raus spielen.
Und es war eigentlich auch ganz gut so. Also jetzt früher fand ich es blöd, weil alle unsere Freunde hatten immer Gameboys und Super Nintendos und alles und wir hatten so gar nichts. Aber mittlerweile jetzt sage ich eigentlich, das war ganz gut, weil ich glaube, wir hätten einen sehr großen Teil unserer Kindheit ansonsten vor der Glotze verbracht. Und da finde ich es dann doch besser, dass wir früher wenigstens als Kinder oft draußen waren. Ja. Und die erste Konsole, die wir dann zu Hause hatten, also die erste Konsole, das war bei uns der Sega Mega Drive 2. Und da hatten, also erst hat die Konsole meinem Papa gehört und er hat damit immer gespielt. Und später haben wir die dann auch bekommen, beziehungsweise die stand im Wohnzimmer und wir konnten dann auch mitspielen. Und da hatten wir dann das Spiel, was ich über alles geliebt habe. Und ich mag das Spiel auch heute noch, ich spiele das sehr gerne. Ist Sonic und Tails. Richtig, richtig lustig. Und mein Bruder und ich haben das gesucht und wir hatten Lösungsbücher und haben. Wir haben alle Diamanten geholt, die es zu holen gab und haben dann. Habe ich eine Axt irgendwo? Ja. Und wir haben dann den goldenen Super Sonic bekommen und so. Das war richtig cool. Das hat total Spaß gemacht. Noch dazu haben wir dann auch so ein anderes Spiel. Das ging mit zwei Schlangen. Das hieß Rattle and Roll oder sowas. Das war auch total witzig. Also haben ich und mein Bruder immer zusammengespielt. Das war total lustig. Schon wieder so dunkel hier. So, na egal. So. Ja, und außerdem Sega Mega Drive hatten wir damals nicht wirklich was. Auch den Commodore 64, den hatten wir nicht besonders lange im Zimmer stehen, weil unsere Eltern dann irgendwie gemeint haben, ja, wir verbringen zu viel Zeit davor. Und haben die dann wieder mitgenommen. Leider, leider. Aber, ja, wie gesagt, früher war es blöd, jetzt finde ich es gut, dass sie es gemacht haben. Naja. So. Nein, wir brauchen das Holz hier unten. Ansonsten noch Spiele, die ich dann damals auch gespielt habe auf der Sega. Das war zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Green Dog. Das ist so ein Typ mit so Inlineskater oder Skateboard wahlweise, der irgendwie durch die Welt fährt und lustige Sachen erlebt. Dann war es noch Cool Spot. Das ist ein Punkt mit Armen und Beinen und ja, der Punkt ist quasi das Gesicht. Und es war auch lustig, so Jump and Run hat viel Spaß gemacht. Was habe ich noch gespielt? Muss ich gerade mal überlegen. Ist gar nicht mehr so einfach. Hat mein Handy gerade gedüdelt? Nein. ja genau, Pac-Man. Pac-Man habe ich voll gerne gezockt. Und zwar das Pac-Man auf dem Sega. Ich mache jetzt, glaube ich, mal, warte mal, hier. Doch. So. Nee. Pac-Man auf dem Sega, und zwar aus dem Grund, weil das war so ein ganz besonderes, wo nämlich, das war so 3D, das war schon mal besonders, und dann konnte man auch noch über die Geister drüber springen. Das war richtig cool. Es war schwer, aber es hat total Spaß gemacht. So, ich kann keine Treppe mehr machen. Leider, leider, was ist mit meiner Nase los? Ich weiß auch nicht, was ich. Ja, und sonst ist es so, dass wir uns vor kurzem jetzt ganz arg viele Konsolen gekauft haben von früher und zwar besitzen wir jetzt die PlayStation 1, die PlayStation 2, 3 und die 4er natürlich, gut, die sind jetzt nicht mehr so alt, da haben wir uns ein Super Nintendo zugelegt und ein Sega Mega Drive und Nintendo 64 und eine Nintendo Wii. Also irgendwie das fasst das komplette Sortiment durch und das ist so cool. Ich meine, man spielt natürlich nicht die ganze Zeit, aber wenn man sagt, man hat gerade total Bock auf das und das Spiel, dann kann man einfach die Konsole anschmeißen und das spielen und das ist so toll. Es macht wirklich Spaß. Ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Nein, 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 Tür zu. So. So, jetzt brauchen wir für morgen. Für morgen. Ich gehe mal raus, kill den und dann können wir nämlich hier aus also unserem Haarhaus. Jawohl. Noch einer? Hat sich gerade so angehört.
Und dann können wir nämlich nach ein. Da bist du ja. Dann können wir nämlich Eichholz sammeln. Ernsthaft? Was ist denn jetzt los? Habt ihr euch irgendwie alle abgesprochen? Da kommt. Ist jetzt gut, ja? Gut. Okay. Ja, könnt ihr mal unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr so für Konsolen habt oder auch früher gehabt habt als Kinder, wenn ihr angefangen habt mit Spielen. Also ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie alt ich genau gewesen bin. Hoppala. Stirb. Wie alt ich genau gewesen bin, das weiß ich gar nicht mehr. Keine Ahnung. Aber ich schätze mal, weiß nicht, so mit dem Commodore, da war ich bestimmt 8 oder 9. Kommt hin. Also nicht so wirklich alt. So, hier sind nur Fichten. Ich will aber eine Eichenholztür haben. Will ich mich verarschen? Ich war noch niemals in einem Ort, wo ich nur eine Sorte von Holz irgendwie bekommen habe. Warum leckt das jetzt so? Komisch. Ist komisch. Wo ist denn. Wo gibt's denn hier Eichenholz? Hallo? Fichte weit und breit. Egal wo man hinschaut. Ah, da vorne. Ah, da vorne. Gesehen. Oh, und hier sind so viele schöne Blumen. Guckt euch das mal an. Das sieht total toll aus. Aber das hier, das ist ja Buche. Aber ein Eiche, Eiche hier. Okay. Weil Buchen, oder ist das hier? Doch, das ist Eiche. Wobei dieses weiße Holz natürlich auch toll aussieht. Muss ich mal überlegen. Ich brauche auf jeden Fall der ein oder andere Setzling. Wäre nicht schlecht, dass ich das irgendwie in meinen Garten pflanzen kann, wenn ich immer so weit weglaufen muss. Aber jetzt fürs Erste reicht mir mal das Holz, um einfach eine Tür, zwei Türen zu machen. Und, ach so, Fichtenholz brauche ich auch noch für die Treppen. Okay. Apfel! Yay! Okay, also hier haben wir auf jeden Fall genug Holz. Da können wir dann nochmal zurück. Ach so, ich verhungere. Na egal, wir nehmen jetzt aber keinen Apfel. Den haben wir jetzt gerade erst bekommen, den vermampfen wir jetzt nicht. Laufe ich gerade in die richtige Richtung zurück? Ich habe irgendwie das blöde Gefühl, dass ich mich gerade verlaufe, oder? Nee, das müsste doch eigentlich richtig sein hier. Bitte. Ach, Gott sei Dank. Okay. Okay, alles ist gut. So, Schaffis, es tut mir leid, aber ich brauche Futter. Es tut mir echt sehr leid, aber ich bin kurz vorm Verhungern und deswegen, ja, so. Ich weiß, ich habe am Anfang gesagt, mir Tiere töten und so, aber solange man noch kein funktionierendes System hat hier mit unserem Garten, der sieht so ärmlich aus, das müssen wir unbedingt auch mal ändern, solange muss ich das leider so machen, ob ich will oder nicht. Ist total doof. Aber notwendig. So. Machen wir die dreimal dahin. Ich sehe schon, wir haben schon wieder die Zeit irgendwie überschritten. Ich schaffe das nie, die Zeit einzuhalten. Egal, wie sehr ich mir das wünsche. Aber naja, jetzt machen wir noch schnell die Türen. Und dann machen wir den Rest nächstes Mal. Klack. Machen wir die von außen? Ja. So. Perfekt. Und nicht wundern jetzt hier mit diesem Loch hier. Da kommt auf jeden Fall dann noch so eine umgekehrte Treppe hin, damit das irgendwie voll cool aussieht. Genau. Okay, und wir sind geschützt. Ja, und das machen wir nächstes Mal schöner. So. Das war eine kleine Folge, so zwischendurch. Ich habe heute leider auch wieder nicht so viel Zeit, muss weg. Deswegen nur ganz kurz. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ihr, wie gesagt, könnt mir echt mal in die Kommentare schreiben, auch über was ihr wollt, dass ich spreche, ob ihr irgendwelche interessanten Themenvorschläge habt, vielleicht auch irgendwelche Dinge, die momentan in der Welt passieren, wo ich mich zu äußern soll oder so irgendwas. Ja, und dann werde ich das machen, wenn das cool ist.
Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag jetzt. Ich bin gerade ein wenig durcheinander, aber das macht nichts. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye.